Ja, also vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier vortragen kann. Wenn man wie ich gerne Live-Ticker liest, dann kommt einem das hier sehr bekannt vor. Solche Meldungen wie diese hier, ob Ranjak löffelt den Ball über die Abwehr, Brancic zwirbelt das Leder in den kurzen Pfosten oder unten heißt dann und stochert die Kugel über die Linie. Und KonstruktionsgrammatikerInnen erkennen sofort, dass wir hier eine Cost-Motion-Konstruktion in Reinform eigentlich vorliegen haben. Da gibt es das berühmte Beispiel von Goldberg, was in der Literatur rauf und runter diskutiert wurde. Pat sneezed the napkin off the table. Und genau zu diesem Beispiel hat sich dann mal Alexander Bergs in einem schönen Aufsatz geäußert mit dem Titel Can we take construction grammar beyond sneezing napkins off tables? Und seine Antwort, die er geliefert hat, war eigentlich eher dahingehend, wir sollten uns auch mal mit anderen Themen beschäftigen, nicht immer nur mit Cost Motion. Und er schlägt da zwei Dinge vor, einen Brückenschlag zur Literaturanalyse und zur Textlinguistik. Ich möchte die Frage auch aufgreifen, aber anders beantworten. Wir können das Beyond taken sozusagen, aber indem wir jetzt mal wirklich korpuslinguistisch rangehen. Und zwar so, dass wir uns nicht nur authentische Beispiele anschauen, das wird schon auch gemacht in der Literatur, die ich gesichtet habe, aber ich möchte tatsächlich in dem Sinne korpuslinguistisch vorgehen, dass wir auch wirklich distributionelle Aussagen treffen können. Denn es sind eben doch meistens, also sehr häufig eben erfundene oder so einzelne rausgegriffene Beispiele, aber das ist mir, also mir ist ebenfalls nichts untergekommen, was so wirklich korpuslinguistisch vorgehen würde. Und das Ganze möchte ich tun am Beispiel der Fußballberichterstattung aus den gezeigten Gründen. Und ein Argument dafür, warum man das tun sollte, kann man auch bei Goldberg sehen. Bei Goldberg behauptet nämlich, dass man das nicht sagen kann. He struck the ball across the field. Aber man kann es natürlich sagen, wie man hier sehen kann. Conley strikes the ball into the bottom corner. Und hier, das ist nur einer von sehr vielen Belegen. Man könnte jetzt sagen, es geht möglicherweise Goldberg genau um das across. Aber auch dafür finden wir einen Beleg. Also man sollte tatsächlich in Corpora nachschauen, bevor man behauptet, man könne Dinge nicht sagen. Aber gut, das wusste vielleicht Goldberg damals noch nicht. Ich glaube, heute würde sie auch vielleicht da anders argumentieren. Das Beispiel ist auch von Jackendorf ursprünglich, glaube ich. So möchte ich vorgehen. Noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, was ist Cost Motion? Es gibt tatsächlich schon aus einer anderen Richtung in der Fußballforschung Überlegungen zu diesem Thema. Ich möchte dann meine Datengrundlage vorstellen und dann eben einige Ergebnisse. Ich muss dazu sagen, es ist wirklich mein erster Ausdruck in die Konstruktionsgrammatik. Es kann sein, dass ich hier Dinge erzähle, die alle, das wirklich alte Hüte sind. Das müsst ihr mir dann einfach offen und ehrlich sagen in ungefähr 18 Minuten. Die Cost-Motion-Konstruktion, so sieht die aus, wie sie Goldberg in der Publikation von 2013 beschrieben haben. Also wir haben da diese Kopplung von Syntax und einer bestimmten Bedeutung, syntaktisches Muster mit einer bestimmten Bedeutung, x causes y to move to from z. Und die Beobachtung, die dahinter steht, und das ist ja das berühmte Argument von Goldberg, selbst wenn die Verbbedeutung als solche keine Cost Motion impliziert, wie zum Beispiel bei dem berühmten Niesen-Beispiel, dann wird in der Konstruktion eben doch eine genau solche Lesart erzwungen. Das ist dieses Coercion Argument, was wir auch bei Alex Willig gestern gehört haben. Und Ziem Lasch haben in ihrem Buch diese schöne Formulierung gewählt. In der Konstruktion wird ein Vorgang als eine Handlung konzeptualisiert, die sich ursächlich für die Bewegung eines Gegenstandes verantwortlich zeigt. Das ist eine umständliche, aber doch eine mögliche Beschreibung von Fußballspielen. Also das passiert, das passiert, wenn man Fußball spielt und deswegen meine Hypothese, die ich daraus folge, wir haben eine hohe Frequenz von Cause Motion im Schreiben über Fußball und hier mal nur ein erster Hinweis, dass das tatsächlich stimmen könnte, wenn man POS-Engramme, also Part-of-Speech-Pentagramme auszählt und mit einem Referenzkorpus von zufälligen Pressetexten kontrastiert, Log-Likelihood, dann ist das wirklich ein Hochsignifikanz auf fünfter Position oder so. Und das ist ja genau, also Eigenname, Verbartikel, Substantiv, Präposition, das könnte so in die Richtung gehen. Man könnte dann auch versuchen, das in diesem typischen Goldbergschen Schema mal darzustellen, hier mit dem Verb zwirbeln, was ja eigentlich sowas wäre, aber man kann eben auch einen Ball ins Tor zwirbeln. Ich bin Alexander Lasch zu Dank verpflichtet, der diese Darstellung mir erstmals vorgeschlagen hat.
Wie gesagt, es gibt schon Vorüberlegungen zu diesem Thema. Sehr früh hat sich schon Franz Simmler damit beschäftigt und 2008 mal zusammengeführt. Es gibt im Fußball ein ganz interessantes Phänomen, nämlich die Argumentreduktion. Wir können sagen, Neuer rettet, Neuer hält, Neuer verwandelt, ohne dass wir das Objekt mit dazu sagen müssten. Ist irgendwie klar, woran das liegt, aber es ist halt sehr fußballtypisch. Aber eben, es ist bei Simmler so, der ist einfach Valenz-Grammatiker und denkt sehr stark vom Verb her. Ein bisschen weiter geht Ebeling in einer neuen Studie. Sie schaut sich auch Object und Omissions an, aber versucht das Ganze zu erklären, indem sie auch das mit Kollokationsanalysen koppelt und kann dann zeigen, dass Sachen, die normalerweise häufig durch Kollokation verbunden sind, die können dann eben auch mal gut ausgelassen werden. Ganz interessante Überlegung. Auch eine wichtige Vorlage für mich ist das Frame-semantische Fußballwörterbuch Kictionary, was vielleicht einige von euch und Ihnen kennen. Da finden sich dann zu den einzelnen Lexical Units eben auch Angaben zu Valenzmustern. So sieht es dann aus. Hier zum Verb zirkeln. Drogba zirkelte den Ball über die Mauer hinweg an dem wie versteinerten Letizi vorbei ins Tor. Und auch hier erkennen wir ja sofort, hier ist eine Caused Motion Konstruktion, die liegt hier vor. Er hat das dann auch in solchen schönen schematischen so Frames, so Frame-Darstellungen eben. Und hier sehen wir ja auch die ganzen üblichen Ingredienzien, die wir brauchen, um Caused Motion zu beschreiben. Wir haben eben sowas wie ein Target und ein Path und Sus und der Ball, das wäre das Theme, was eben bewegt wird. Also ich würde sagen, der Tisch ist gedeckt, um jetzt dann wirklich da mal loszulegen. Noch eine letzte Vorarbeit. Ich selber habe in der Arbeit mit Martin Thiering gezeigt, dass Präpositionalphrasen mit direktiver Bedeutung tatsächlich hochfrequent sind. Und, das ist die überwiegende Zahl der Verwendung von Präpositionalphrasen, fällt in so ein Muster wie in den Strafraum, unter die Latte und so weiter. Okay, wie gehe ich vor? Ich habe die Corpora zur Fußballlinguistik, so eine Ressource, die ich seit einigen Jahren aufbaue. Die ist öffentlich frei zugänglich und ihr könnt also, wenn ihr möchtet, das alles replizieren. Die Corpora enthalten Texte der internetbasierten Fußballberichterstattung in 14 europäischen Sprachen, knapp 80 Millionen Tokens. Und heute möchte ich mich aber um die Sprachen Deutsch, Englisch und Niederländisch kümmern. Ich kann nicht wirklich Niederländisch. Aber für so ein paar erste Eindrücke reicht es, glaube ich. Wie bin ich dann jetzt bei der Abfrage vorgegangen? Das ist nicht trivial natürlich. Wie fragt man hier, wie formuliert man Suchanfragen? Und ich habe mich für die Schrotflinten-Variante entschieden. Also eine, die natürlich viele False Positives produziert. Ich habe darauf verzichtet, zum Beispiel den Substantiv-Slot auf Ball oder Ähnliches einzuschränken, sondern habe wirklich nur nach dem syntaktischen Muster gefragt. Einzige Einschränkung, ich habe beim Englischen die Präposition of, ihr wisst, was ich erinnere, of mit einem F, die habe ich ausgeklammert, weil die nicht einschlägig ist. Aber dann findet man hier dann solche Beispiele, ihr seht auch die Frequenzen, man findet tatsächlich sehr viel, viel zu viel, als dass ich es manuell durchsehen könnte und deswegen mache ich dann eine Construction-Analyse mit dem wunderbaren Package von Susanne Flach, was ihr sicher alle auch kennt und nutzt. Und jetzt einfach mal ein paar Ergebnisse. Ich gehe hier recht schnell drüber. Man sieht es auf den ersten Blick. Ich habe es euch ein bisschen erleichtert. Alles, was fett ist, ist definitiv Caused Motion in dem Sinne, wie wir es meinen. Ja? Und das sind jetzt einfach die Top 36 oder so. Das sieht man, die kann sortiert. Und das ist schon, ich fand das beeindruckend, dass es wirklich so gut funktioniert. Bei Kratzen war ich mir nicht ganz sicher, es ist von der Linie kratzen, könnte man vielleicht diskutieren, ob das so einschlägig ist. Das ist für Kicker, also nochmal andere Anbieter in Deutsch, ganz ähnliche Ergebnisse, in Details ein bisschen unterschieden. Noch besser funktioniert es im Englischen. Hier haben wir zwar insgesamt weniger fettgedruckte, aber dafür mehr von diesen Fällen, die ganz eindeutig genau dieses Coercion-Ding beschreiben. Also wir haben sowas wie to whip zum Beispiel, to thread oder to squeeze, to power, to drill. Also alles Dinge, die keine Bewegungsverben sind, ja, die keine Caused Motion eigentlich in der Bedeutung drin haben, aber genau diese Bedeutung eben annehmen können in der Konstruktion. Und das Ganze funktioniert auch mit dem Niederländischen. Ich habe jetzt nicht mehr alle Übersetzungen im Kopf. Vielleicht nicht. Ist jemand im Raum, der gut Niederländisch kann? Aber ne,
Ein paar Dinge kann man sicher herleiten. Schieben, bitten, pricken, nicken und so weiter. Also wir können erstmal festhalten, es funktioniert. Man findet sehr, sehr viel Belegmaterial. Jetzt möchte ich ein paar Verben mir im Detail gerne angucken. Dreschen ist ganz schön, weil das natürlich lexikalisiert ist. Wir wissen, im Fußball bedeutet Dreschen eben nicht mit einem Dreschflegel aufs Korn hauen, sondern das ist eben eine bestimmte Art zu schießen, die sich durch eine besondere körperliche Wucht auszeichnet. Aber trotzdem ist es, wenn man sich mal genau überlegt, natürlich genauso ein Fall von Cause Motion. Und es würde ja auch nicht funktionieren, Dreschen in dieser Bedeutung, wenn man nicht sagen würde, wohin gedroschen wird. Also man kann nicht sagen, er drischt das Ding. Man findet keine Fälle. Es wird immer ausschließlich in Kombination mit so einer Präpositionalphrase verwendet. An den kurzen Pfosten zum Beispiel oder kompromisslos aus der Gefahrenzone. Also wir haben auch, das ist nicht nur irgendwo hin, sondern auch irgendwo raus, dass das instanziert wird. Wir finden auch Fälle mit Adverbien daneben, er drischt meilenweit daneben, das gleiche Phänomen, aber das ist seltener, das sind doch meistens Präpositionalphrasen. Wir finden auch sehr viel tatsächlich Geräuschverben mit direktionaler Erweiterung, wie Johanna Goschler das beschrieben hat. Allerdings ist es eben nicht in dieser Bedeutung, wie sie es thematisiert im Aufsatz, in intransitiver Bedeutung, Self-Motion, sondern eben Cost-Motion. Also der Ball knallt gegen den linken Außenpfosten, das finden wir auch, ja, aber wesentlich häufiger ist eben, jemand knallt die Kugel in die rechte Ecke. Oder das Gleiche mit Donnern, er donnert den Ball über die Latte. Hier wird es irgendeine Art metonymische Beziehung sein. Ja? Also das Geräusch, was entsteht, wenn man den Ball tritt, ja, oder auch wenn er gegen die Latte donnert, das steht dann stellvertretend dafür, für diese Schussbewegung. Man kann an solchen Fällen sehen, dass die Verbsemantik in irgendeiner Form natürlich schon präsent bleibt. Also sie wird nicht vollkommen überschrieben, sondern es bleibt auf eine Art, spielt es noch eine Rolle. Und das kann man auch sehr auf eine interessante Art und Weise sehen an Hämmern und Schlagen. Ja, denn wir finden, das sind typische Fälle. Ja, er hämmert das Leder in die Mauer oder er hämmert den Ball an die Unterkante der Latte. Wir finden aber zum Beispiel nicht so was, er hämmert den Ball in den Lauf von irgendjemandem. Man könnte jetzt sagen, gut, hämmern ist eben einfach viel zu kräftig, als dass, dann würde man dann eher halt chippen oder zwirbeln oder so, ja, und hämmern ist, wie gesagt, einfach ein zu kräftiger Schuss. Ich würde aber doch sagen, dass das was damit zu tun hat, dass Hämmern eben normalerweise so eine abrupt stoppende Bedeutung, so eine abrupt stoppende Bewegung eben wäre. Und wenn wir, das ist das Interessante daran, wenn wir Präpositionalphrasen haben, die nicht einen konkreten Ort bezeichnen, sondern eher so vage eine Richtung, ja, sowas wie in den Strafraum oder vors Tor, da finden wir Hämmern nicht. Also man kann einen Ball interessanterweise auch nicht aus dem Getümmel hämmern, sondern nur schlagen, dreschen und so weiter. Und es ist einfach ein empirischer Befund. Dazu braucht man eben auch Corpora. Das ist nachgeschoben. Wir finden dann auch hier, er schlägt den Ball an den kurzen Pfosten. Das nur als letztes Detail. Damit ist nicht gemeint, dass der Ball an den Pfosten schlägt, sondern an den kurzen Pfosten ist eine Richtungsangabe. Der kurze Pfosten ist eben der, der näher am angreifenden Spieler ist und deswegen auch eben hier schlagen und nicht hämmern. So würde ich mir das erklären. Gut, ein kurzer Blick aufs Englische. Hier finden wir eben jede Menge von den genannten Cause-Motion-Konstruktionen mit diesen Coercion-Effekten to whip a ball into the area, but spoons it out of play. Und wunderbar, dass wir gleich zwei in einem Satz haben. To thread a pass into the box, finde ich auch interessant. Oder hier to squeeze, he squeezes across into the box. Ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung von to squeeze ist, die außerhalb vom Fußball lizenziert wäre. Dafür kann ich zu schlecht Englisch. Vielleicht könnt ihr mir da später was zu sagen. Aber das ist tatsächlich hochfrequent, war ja auch in der Liste ziemlich weit oben. Und auch das ist interessant, to power the ball into the bottom left-hand corner, also auch irgendwie mit Kraft, also wuchten, vielleicht ist wuchten eine ganz gute Übersetzung. Auch hier finden wir Geräusch als Bewegung oder zumindest Dinge, die mit Geräuschen zu tun haben. Das ist die normale Verwendung von rattle, to rattle the crossbar, erschüttern,
habe ich gelesen, wäre eine Übersetzung, also zum Rasseln bringen. Wir finden aber auch das hier, ja? He rattled a shot against, womit wir wieder genau diese Cost-Motion-Geschichte haben. Das scheint mir sehr untypisch zu sein, aber im Fußball ist es eben möglich. Letzte Beobachtung zum Englischen. Wir finden to shoot the ball into the corner, aber extrem selten. Man kann ja mit dem schönen Constructions-Package von Susanne auch repulsion, also einfach in umgekehrter Ordnung. Und to shoot ist was, was extrem abgestoßen wird von der Cause-Motion-Konstruktion. Und das liegt daran, dass das normalerweise die Verwendung ist. Also und hier mal die Zahlen, to shoot mit Nominalphrase direkt hinten dran in Objektposition 9 Treffer versus 607 Treffer, wo es direkt mit einer Präpositionalphrase kombiniert wird. Und auch das sind ganz interessante Befunde, die man erstmal so nicht erwartet. Cost Motion im Niederländischen. Ich kann, wie gesagt, kein Niederländisch, aber so ein paar interessante Fälle. Krullen konnte man als Kräuseln übersetzen und dann den Ball über die Abwehrreihe kräuseln, wörtlich wahrscheinlich sowas wie zwirbeln wäre eine ganz gute Entsprechung. Hier werken, arbeiten und über die Linie schaffen, über die Seitenlinie schaffen, irgendwie auch so in letzter Sekunde mit Mühe und Not. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was damit ausgedruckt wird. Auch hier löffeln ist auch was wir im Niederländischen finden. Aber das, wie gesagt, ich kann die Sprache zu schlecht oder eigentlich gar nicht. Darum möchte ich es hierbei belassen. Ich fasse kurz zusammen. Es ist ein hochproduktives Schema, ein höchst produktives Schema in der Fußballberichterstattung. Und das ist ja so, die Texte, die ich mir anschaue, das sind fast ausschließlich Live-Ticker. Live-Ticker-Autoren schreiben unter allergrößtem Zeitdruck. Ja? Also wir haben das mal in einem Seminar mal probiert, als Laien Live-Ticker, also einfach Fußball zu schauen und nebenher zu schreiben, was wir sehen. Es ist eine hochprofessionelle, anspruchsvolle Aufgabe. Und das geht nicht anders, als wenn man nicht das Formulierungsmuster abgespeichert hätte, wo man einfach ganz variabel irgendwelche Füllwerte einfüllt. Und da ist eben diese Cause-Motion-Konstruktion eine von vielen Textroutinen, die wir da beobachten können. Genau hier habe ich es. Und das Ganze funktioniert eben auch, das ist das Interessante, hier können wir dann auch diese Jabberwocky-Beispiele. Das ist jetzt der Elf-Freunde-Live-Ticker, der insgesamt eher ein bisschen humoristisch funktioniert. Wir können alles im Prinzip einsetzen. So ein Beleg, wie er buttercremt den Ball in die Mitte, wird dann eben im Fußballkontext nicht nur durch das Ball, würde ich sagen, verständlich, sondern weil es in dieser Konstruktion auftaucht. Und das bestätigt alles einfach auf eine wunderbare Art und Weise die Theorie. Ja, und ich hatte aber auch gezeigt, dass die Verbsemantik dann noch präsent bleibt. Okay, hier baut sich es nicht richtig auf, gleich so. Und man könnte sich jetzt natürlich die Frage stellen, und das wäre jetzt sozusagen die theoretische Frage, die sich daran anschließt, wie gehen wir jetzt damit um? Also wie fassen wir diese Verbsemantiken? Und es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, das ist einfach eine fußballtypische Sonderbedeutung, ist einfach ein anderes Verb. Letztlich sind es Homonyme. Dreschen im Fußball ist eben ein anderes Dreschen als das Dreschfliegeldreschen und braucht deswegen einfach auch zwei Lexikon-Einträge. Oder wir sagen eben doch, es gibt sowas wie eine Konstruktion, wenn wir der Konstruktionsgrammatik folgen, dann müssten wir auch so argumentieren, die dann eben eine andere Lesart erzwingt oder zumindest nahelegt. Ich habe mal nachgeschaut, im DWDS gibt es seit kurzem ein sehr großes Webkorpus Ballsportarten, was sie zum Anlass genommen haben, diese ganzen Fußballbedeutungen lexikografisch zu erfassen. Und bei Hämmern, das ist der Eintrag zu Hämmern, da finden Sie das hier, den Ball mit Wucht in eine bestimmte Richtung schießen. Wir sehen erstens, stimmt es nicht ganz, weil in eine bestimmte Richtung, das ist zu vage, dafür gibt es andere Verben im Fußball, aber das ist geschenkt. Es ist angedeutet, dass es hier sowas wie eine Präpositionalphrase braucht, aber es ist in Klammern gesetzt und irgendwie ist es nicht ganz klar. Wesentlich besser macht es doch das Oxford Learner Dictionary zum Beispiel, die ganz klar sagen, wenn es mit Präpositionalphrasen kombiniert wird, bei WIP haben sie das, dann hat das diese Cost-Motion-Bedeutung. Und das müsste man, glaube ich, auch in den deutschsprachigen lexikografischen Ressourcen tun. Und abschließend könnte man sich auch noch die Frage stellen, müssen wir eigentlich eine Typik der Gebrauchssituationen aufnehmen in die Bedeutungsseite von Konstruktionen? Also müssten wir in einem Konstruktikon irgendwie sagen, im Fußball ist es besonders häufig aus den und den Gründen und da finden wir das und so weiter.
Wie gesagt, ob das alles alte Hüte sind, müsst ihr mir sagen. Mir hat es Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Simon, für den spannenden Vortrag. Und ich gebe. Ja, vielen Dank, das war sehr spannend. Also ich würde dem vielen zustimmen. Ich denke einfach, wobei ich jetzt sagen, dass es eine fußballspezifische Konstruktion ist, du hast einfach die Daten aus dem Fußball. Also wenn du jetzt ein ähnliches Korpus hättest aus Tennis-Live-Ticker, dann würdest du vermutlich genau dieselben Muster ja finden, weil und besonders gehäuft gegenüber Referenzkorpora logischerweise, weil da wird ja ein inhärent bewegungsreiches Spiel, das, ne, also da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Also hast du mal in andere Ballsportarten reingeguckt? Das ist am Ende noch kurz erwähnt, aber ich kann mir im Tennis eben auch sowas vorstellen, er fischte den Ball aus der Ecke oder ne, da gibt es auch dieses Hämmern-Dreschen. Das wäre eher eine Anmerkung, vielleicht Frage gewesen. Und das andere bei Dreschen ist mir aufgefallen, dass die ja hauptsächlich im negativen Kontext die Beispiele, die du da hattest. Also entweder man drischt es übers Tor oder man drischt es also irgendwie aus einer Gefahrenzone, dass es relativ unkontrolliert ist. Und oder so eine inhärente Failure auch drin hast. Also hast du da, waren das jetzt einfach nur die Beispiele oder ist es ein rekurrentes Muster? Ich fange mit dem zweiten an. Ich glaube, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt Zufall. Ich habe halt einfach jetzt 2, 3 Beispiele rausgesucht. Müsste ich schauen. Kann ich gleich machen, ob das so was Unkontrolliertes hat, könnte sein, aber müsste ich, wie gesagt, nachschauen. Und das andere, es gibt dieses Webkorpus Ballsportarten, wo auch Tennis und so weiter mit drin ist, Basketball, Handball, wenn auch vor allem Fußball, die sind aber dann so disparat, die Korpora, da ist dann alles Mögliche drin und eben auch, wenn Leute einfach nur über ihren Lieblingsverein schreiben. Und bei meinen Korpora ist es ja so, dass die wirklich das Fußball spielen. Also klar, und du hast schon recht, das ist ein bisschen zirkulär, dass es da eben besonders häufig vorkommt, einfach weil Fußball eben Cross-Motion ist, ja, ist irgendwie erwartbar. Aber trotzdem, ich fand es eben erstmal schön zu sehen, dass es so gut funktioniert. Das hat mich erstmal fasziniert, dass wir mit selbst mit so einer Schrotflintenmethode dann eben so gute Listen bekommen. Ja, und dann habe ich noch eine andere Frage, also weil du es ja erwähnt hast mit der Repulsion. Und da hast du ein Beispiel jetzt gebracht, eben was ja in der Konstruktion vorkommt, aber seltener als erwartet. Hast du dir mal angeguckt, was in der Konstruktion gar nicht auftaucht, aber auftauchen müsste, gemessen an seiner Korpusfrequenz? Das kann mein Paket auch. Ja, habe ich jetzt nicht gemacht, könnte ich, habe ja die Daten auf dem Computer, kann ich gleich machen. Ja, also manchmal gucke ich da Muster eingegeben, die überhaupt nicht auftaucht, aber es müsste. Mhm. Du meinst die nicht auf, also mit einer Frequenz von 0? Oder wie meinst du? Genau, aber wenn die kann, also aber eine höhere erwartete. Ja. Wahrscheinlich. Genau, also eben to shoot, wie gesagt, das ist auf, wenn du von unten schaust, sind auf 5. Position. Ja? Also es kommt, ist natürlich ein extrem frequentes Verb im Fußball, aber halt kaum in Cross Motion. Ja? Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag, Simon. Ich habe nur vielleicht eine Anmerkung, aber ich fand es ganz spannend oder vielleicht wäre eine Überlegung wert, wer ist denn derjenige, der den Ball tricht, hämmert und so weiter, zwirbelt? Weil ich hatte, Lukaku war einmal und der powert das. Ne? Und Lukaku ist einer der wuchtigsten Stürmer, den man so finden kann. Und bei ihm ist halt powern. Ich weiß nicht, ob das, wenn es ein agiler, windiger Stürmer wäre, ob man dann Power nehmen würde. Und vielleicht kann man, oder das wäre eine Perspektive, dass man das noch mit einbezieht und schaut, ob da irgendwie Rückschlüsse auf den Spielertyp irgendwie identifizierbar sind, sage ich mal, und dann das gewählte Verb. Ja, man könnte jetzt ganz viel anschließen, das müsste man jetzt auch machen, glaube ich, dass man dann wirklich nochmal im Detail sich die Unterschiede auch zwischen den Verben anschaut, was ich versucht habe zu zeigen mit Hämmern und Schlagen, so erste Beobachtungen, das müsste man einfach systematisch machen, ja, und dann vielleicht auch mit Spielertypen, also ich habe auch immer dieses Beispiel, Müller stochert den Ball über die Linie, ja, der powert den Ball nicht, sondern der stochert. Ja, genau. Ja, vielen Dank, Simon, für den Vortrag. Meine Frage ist ein bisschen jetzt von deiner Frage inspiriert. Und zwar, wenn wir annehmen, dass eventuell der Spieler einen Einfluss hat und das so ein bisschen stereotypenmäßig, gibt es diese Ticker auch aus dem Frauenfußball und kann man da dieselben Cross-Motion-Verben erwarten? Müsste man prüfen, aber ich nehme es an, ja.
Also meine Wahrnehmung ist, ich habe es noch nicht systematisch besprochen, meine Wahrnehmung ist, dadurch, dass das die gleichen Live-Ticker-Autoren sind, die einfach ihre Routinen haben, da ändert sich eigentlich erstaunlich wenig. Ja? Also, das wäre ja auch ein schönes Ergebnis, weil dann ist der Fußball einfach stereotyper. Ja, also es wird manchmal findet man die Hinweise darauf, dass in Fußball-Live-Tickern mehr die Regeln erklärt werden, weil man davon ausgeht, dass das Frauenfußballpublikum nicht so regelfest ist. Ja, das halte ich aber für ein Gerücht. Ja, das halte ich wirklich für ein Gerücht. Gibt es noch Fragen? Ja. Von mir auch nur eine kurze Anmerkung, die Geräuschwerben, was da auch wieder interessant war, war, dass die ja eigentlich gar nicht in der Konstruktion vorkommen sollen, weil das Geräusch, was der Ball macht beim Aufschlag, ja nicht ursächlich für die Bewegung verantwortlich ist. Das ist ja auch einer von Goldbergs großen Fehlern, der, glaube ich, in ihrem Buch damals daraus entstanden ist, dass sie sich eben keine Daten zu dem Zeitpunkt angeguckt hat. Also hatte ich auch in anderen Bereichen gezeigt, dass diese Bedingung, dass es eine ursächliche Verbindung geben muss, zu eng gefasst ist. Und insofern ist das auch ein interessantes Ergebnis, vor allen Dingen, wenn man es etwas weiter fasst und sich klar macht, dass ja offensichtlich zum Teil also auch bei dem Verb hämmern, wo das ja tatsächlich dann eher die Ursache der Bewegung ausdrückt, dass das nur dann geht, wenn das Resultat auch ein bestimmtes ist. Also das fand ich interessant, dass man im Prinzip eher von so einer Art, man muss die gesamte Szene kennen und dann weiß man erst, ob man dieses Verb verwenden kann. Also das kann man eben nur verwenden, wenn der Ball irgendwo gegenknallt. Wenn nicht, dann kann man nicht hämmern sagen. Wenn der Ball irgendwo gegenschlägt, dann kann man sagen hämmern. Wenn der ins Leere geht, kann man eben nicht sagen hämmern. Und das könnte man dann rückübertragen auf diese Geräuschverben und sagen, in der Gesamtsituation, es ist ja quasi eine umgekehrte Kausalität. Also das Geräusch ergibt sich ja wenigstens nicht aus der Bewegung, aber aus dem Endpunkt der Bewegung. Das heißt, die genauso wie man gucken könnte, ob der Verursacher, der Spielertyp sozusagen eine Rolle spielt, ist es ja offensichtlich auch so, dass die Art des Goals oder Paths oder was auch immer in der direktionalen PP drin steckt, sozusagen zurückwirkt auf die Verben, die in der Konstruktion lizenziert sind. Also das ist ja eine Detailebene sozusagen, die man dann plötzlich kriegt. Das ist zwar im Bereich Fußball, aber das wird dann plötzlich quasi nebensächlich, sondern man hat einfach wie so eine künstliche Welt, in der nicht so viele verschiedene Dinge passieren können. Und dadurch kann man viel besser sehen, wie die, was für semantische Beschränkungen die Konstruktion wirklich hat und was nicht. Also insofern, das ist, glaube ich, sozusagen auch ein Potenzial bei so Sublang, ist ja schon fast wie eine Sublanguage, diese Fußball-Live. Ja, vielen Dank. Noch eine letzte Anmerkung von mir selber. Also man findet eben auch sehr viel von dem, was Alexander Willig gestern gezeigt hat. Diese kombiniert sich durch den Strafraum, ne, kämpft sich durch die Abwehr. Und man die transitiv dann auch, er passt den Ball zu. Also diese Two-Day-Tipps sind auch im Deutschen da sehr häufig. Und kann man schon viel Detailstudien betreiben. Aber ja, ich habe fertig. Vielen Dank. Ja, dann nochmal vielen Dank an Simon.